Hallo Pizza. Hallo und herzlich willkommen bei Beef or Leaf. Heute stehen wir vor dem Hallo Pizza Lieferservice hier in Kiel. Aber wir lassen uns die Pizza heute nicht liefern, sondern wir probieren die mal direkt vor Ort aus. Und sind sehr gespannt, beziehungsweise ich bin sehr gespannt, denn die haben als einziger Lieferservice in Kiel auch veganes Angebot. Und das ist natürlich was ganz Besonderes hier. Ja, wir freuen uns. Bis gleich. Ja, heute habe ich mal nicht schwarz an, ne? Und ja, ich bin Bartträger. Ja? Und nein, ich bin nicht vegan. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, ein rotes T-Shirt zu tragen. Wir wollten ein Zeichen setzen. Absolut. Also, ich würde ja am liebsten die Kühe auf der Weide essen. Darf ich natürlich nicht, das ist verboten. Aber wenn ich Englisch bestelle, dann roher als Englisch. Ja, aufgrund vieler Nachfragen, jetzt wissen hoffentlich alle Bescheid und wir kommen zum Wesentlichen. Hallo Pizza! Das war meine Überraschung, muss ich sagen. Also ich habe, muss ich gestehen, bisher noch keine vegane Pizza gegessen, aber wenn, dann da. Ja, das ist ein geiler Lieferservice, ne? Also jetzt seit einem Jahr haben die jetzt die neue vegane Karte, so wie ich das jetzt von denen gehört habe. Und ist auch hier in Kiel und Umland und auch jetzt dadurch, dass es eine Kette ist, auch in anderen Städten einer der wenigen Lieferservice, die das natürlich dann auch vegan anbieten. Genau, das muss man schon mal vorweg sagen. Das ist natürlich, wir haben es in Kiel getestet, aber es ist natürlich in allen Städten, wo Hallo Pizza ist, auch verfügbar. Nee, Beef or Leaf geprüft. Vorspeise. Vorspeise? Gab's nicht. Also, ab zur Hauptspeise. Hauptspeise war gar nicht so einfach zu entscheiden, denn Hallo Pizza hat eine komplett vegane Karte, auf der es immerhin 4 Pizzen gibt, die man vegan bestellen kann und dementsprechend ist natürlich die Auswahl auch nicht so einfach. Plus die saisonelle Pizza. Ganz genau. Und was man noch dazu bestellen kann natürlich sind auch vegane Nuggets sogar. Und das ist, um das schon mal vorweg zu sagen, ein echter Geheimtipp, denn ich finde, die sind super, super lecker gewesen. Also die waren echt knusprig und man kriegt die mit 2 verschiedenen Soßen, mit Barbecue-Soße und Süß-Sauersoße und die waren auch beide, also die haben mich vom Hocker gehauen. Die haben dich, glaube ich, auch vom Hocker gehauen, ne? Ja, ihm haben die auch gut geschmeckt, das muss man sagen. Oh Gott, die Barbecue-Soße hat geschmeckt wie eine Barbecue-Soße. Wie kann das denn sein? Das kann doch nicht stimmen. Das schmeckt nicht. Das kann nicht sein, dass es nicht... Doch, die ist aber vegan. Aber kommen wir zurück zur Pizza. Also, ja, willkommen zur Pizza. Ich habe die Pizza Cap Verde bestellt mit ganz vielen frischen Zutaten drauf, mit veganem Pizzaschmelz drauf. Und ich muss sagen, die hat mir echt gut geschmeckt. Also man darf natürlich als Veganer nicht erwarten, dass man da, ich sag mal so, eine Pizza kriegt, die genauso schmeckt wie eine 4-Käse-Pizza oder so, ne? Das ist ganz klar, da muss man sich auch drauf einstellen, aber ich denke, das weiß auch jeder Veganer, der sich dann eine Pizza bestellt. Und ich muss sagen, dafür hat sie wirklich gut geschmeckt. Also es hat einen schönen würzigen Charakter, dieser Pizzaschmelz. Und auch die Zutaten waren sehr frisch. Der Boden war nicht zu dick, nicht zu dünn. Also der war eigentlich genau richtig, so dass man wirklich angenehm satt wird, ohne überfüllt zu sein, wie man das ja oft bei Pizza auch mal hat, wenn der Teig irgendwie so schwer im Magen liegt. Und das war überhaupt nicht der Fall. Also es war wirklich sehr, sehr schön, muss ich sagen. War sehr positiv überrascht. Meine Pizza hat sogar noch am zweiten Tag gut geschmeckt. Das ist was Besonderes und nicht irgendwie verlaufen oder fettig und cremig, sondern die hat frisch geschmeckt. Die hat mir am nächsten Tag immer noch so gut geschmeckt wie frisch aus dem Ofen. Na, also so nach dem, ihr wisst schon Bescheid. Ne? So, die Nuggets drauf, die waren wie kleine, nette, süße
Schafsschnitzeln auf der Weide. Ich bin schon wieder abgedriftet. So wie kleine Hähnchenschnitzel. Also die haben wirklich so geschmeckt, als wären es Hähnchenschnitzel und nicht irgendwelche Nuggets, die jetzt gerade frisch irgendwie aufgewärmt wurden oder so, sondern wirklich gut frisch zubereitet. Die Soße Hollandaise war mega. Bacon war glücklicherweise nicht zu fettig und nicht verbraten. Also nicht so, und man bricht sich irgendwie den Zahn aus, sondern es hat genau so geschmeckt, wie es sein muss. Also nicht zu verkokelt. Alles in allem die Komponenten miteinander gut harmoniert. Fett. Geile Pizza. Ich habe so eine Pizza so noch nicht gegessen. Weil Hollandaise mit Nuggets, also ich habe versucht, jetzt beide Sachen miteinander zu verbinden auf einer Pizza. Fleisch mit Fleisch. So, und es hat geklappt. So, geil. Eine Empfehlung. Also immer wieder mal die neueren und die saisonellen bedingten Sachen ausprobieren, ist sicherlich eine Empfehlung. Einfach mal bestellen. Auch mal drauf verzichten, dass man immer nur Salami nimmt. Mhm. Salami-Pizza oder einfach mal ausprobieren. Es ist immer eine geile Besonderheit, und zwar in Dietrichsdorf, in der Nähe der Fachhochschule Kiel, gibt es nämlich ein größeres Restaurant und da bieten sie jeden Mittwoch All You Can Eat für 8,90 Euro an. Also essen. Wenn ihr mal ausprobieren wollt, dann dahin gehen. Auf jeden Fall, das lohnt sich sicher. Werden wir bestimmt auch nochmal ausprobieren, ne? Absolut. Also Pizza All You Can Eat, hey. Genau. Absolut. Ja, also das ist natürlich eine absolute Besonderheit an sich schon, dass Hallo Pizza als einziger Lieferservice eine vegane Karte hat und die auch wirklich stets bemüht sind, sich da weiterzuentwickeln, auch vielfältiges Angebot anzubieten und ja, einfach das so ein bisschen mehr in die Welt zu bringen, so, weil das ist einfach super, wenn man für beide Seiten was hat, finde ich. Und das ist so in Kiel auch wirklich noch einzigartig als Lieferservice. Also kann man nicht viel zu sagen, außer Randa! Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst oder das Video teilt. Und natürlich könnt ihr die vollständige Rezension auch nochmal auf unserem Blog nachlesen. Den Link zu unserem Blog seht ihr unten eingeblendet. Alle weiteren Links zu Instagram und Co. findet ihr auf unserem Blog. Bis zum nächsten Mal.